Hallöchen und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Wir sind unterwegs mit unserem CLK, den wir letztes Mal gewonnen haben. Und ja, man kann nur sagen, die Kiste geht einfach übelst ab. Die hat 7 Gänge, das heißt, man denkt erstmal, okay, bei 280 circa ist Schluss. Aber nein, dann plötzlich haut man bei 286 den 7. Gang rein. Wir sind auf Platz 7 der Blacklist damit angelangt. Wow, da ist einer mit seinem Lamborghini Murcielago. Ach ey. Er hat für diesen Weg hier schon Nitro verwendet, der Kerl. Frage ist, ob sich das gelohnt hat. Oh geil. New Channel 22. News Channel. Ah, ich mag die Nachrichten nicht. Die bringen auch nie was Gutes. Ja, immer heißt es, Tote hier, Tote da. Könnten wir mal was Fröhliches berichten. Ah, hier kein Nitro lieber verwenden. Hab ich ihn auch kurz erwischt. So, und bei... Ah, nein. Dammit. Beim nächsten Blacklist-Fahrer werde ich als einziges neu starten, wenn ich den Lamborghini Gallardo nicht bekommen sollte. Eben weil ich die Karre einfach mega geil finde. Und wie so oft startet die Folge einfach mal mit einer Niederlage. Verdammter Mist, das passiert irgendwie immer. Aber ihr seht, danach funktioniert es wesentlich besser. Ja, dieses Mal waren die News dran schuld. Der Sound vom Lamborghini Murcielago ist auch natürlich super geil. Also, das Ding klingt wirklich wie ein angeschossenes Wildschwein. So, diesmal machen wir ihn fertig. Ich weiß nicht, was mit diesem Spiel los ist. Das ist von 2005. Eigentlich sollte das so flüssig laufen wie... Keine Ahnung. Was ist denn flüssig? Jesus auf dem Wasser ist auch flüssig gelaufen. Nee, eigentlich müsste das echt super performant sein, das Game. Oh, da haben sich zwei aber echt lieb gehabt. So, ich spare mir noch so ein bisschen Nitro auf. Falls hier einer näher kommt, ziehen wir ihn direkt weg. 70% der Renndistanz geschafft. Den Wassertank noch mitgenommen, aber passt, dieses Mal gewinnen wir. Ja, das war wirklich wesentlich souveräner als beim letzten Mal. Gerade eben sind wir, glaube ich, 1,53 gefahren, jetzt 1,30. Bin ich gerade wirklich eine 1,53 gefahren oder 1,33? Eine 1,53 wäre, wenn ich jetzt 1,30 gefahren bin, schon ziemlich schwach. So, 7,3 Kilometer. Ich würde sagen, wir fahren direkt das nächste Sprintrennen. Und wir fahren gegen einen Carrera GT. Und gegen einen hammermäßig schönen Lamborghini Gallardo. Wow. Hübsch. Guter Start. Ey, dass der Audi auch noch vor den beiden anderen Supercars ist, ist unfassbar. Der Audi ist ja super schnell. Was ist denn mit dem los? Voltage steht wahrscheinlich auch unter Strom. Wesentlich schneller als wir gerade eben konnten, kann man aber auch nicht hier fahren. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Nitro hätte, dann ja, wären wir weit drüber gekommen. Es könnte die erste Karre sein, mit der wir 350 knacken.
wie schnell sind die denn in diesem Kreisel? Manchmal kann man die Wassertanks... Oh Mann, die sind außen rumgefahren. Wow, das kostet übelst viel Zeit. Manchmal kann man die Wassertanks eigentlich auch recht strategisch nutzen, habe ich gerade gemerkt. Also ich hätte eigentlich nicht bremsen müssen, sondern einfach nur gegen den Tank fahren müssen. Dann wäre ich quasi fast schon zum Stehen gekommen für die nächste Kurve. Das wäre perfekt gewesen. Na. Jawohl, schönes Ding. Nächster Rennsieg. Läuft wie geschmiert. Einheiten auf Empfang. Wir bekommen mehrere Meldungen rein über einen 1050-Verdächtigen. Nee, es gibt keinen 1050-Verdächtigen. Keine Sorge. Es ist eine Lüge. So. Drag-Rennen? Nee, habe ich nicht so Lust drauf. Aber ich hätte Lust auf ein Sprintrennen. Oder das Mautstellenrennen hier. Da geht's auch über einige Autobahnen hinweg. Aber keine so richtig lange. Ach, das Sprintrennen und das Mautstellenrennen fast identisch. Zumindest der Anfangsteil. Ach komm, wir gehen wieder zurück in den ersten Stadtteil. An den erinnere ich mich natürlich noch. Ja. Aber ich meine, den vermisse ich fast schon so ein bisschen. Nicht wirklich gesehen, gegen was wir fahren. Ich glaube, Mitsubishi war dabei. Dodge Viper, wenn ich mich nicht täusche. Bam, 301 km/h. Da machen die meisten Blitzer schon nicht mehr mit. Na, komm schon. 285. Oh oh. Puh, sicher gelandet. Wir haben als einziges über 1000 km/h. Wir haben einen riesen Vorsprung. Hier kommen wir wieder zum Kreisel. Ja, den hatte ich gesehen und dann kam so ein bisschen wieder Sehnsucht nach diesem Ort auf. Nicht driften. 155 am Ende. Ja, doch. Nee, so viel haben wir nicht verloren. Immer noch 150 km/h Vorsprung und das ist der dritte Rennsieg heute. Nice. Läuft wie am Schnürchen. Leistungstuning könnte helfen. Und mit so einem Tipp kommt das Spiel bei Blacklist Nummer 6. Es ist ein bisschen spät, wenn ihr mich fragt. Also, ich bin kein Experte, aber... Ja, ich meine, ein bisschen früher könnte man sowas schon als Tipp mitgeben. Zumindest einem Neuling halt. Ist ja klar, dass Leistungstuning hilft. Also mir ist es durchaus bewusst, aber ich meine ja nur, wenn jemand das Spiel zum ersten Mal spielt, ja, das wäre schon ganz nett, ihm das so mitzuteilen. So, hey, du kannst tunen, das könnte helfen. So, Mautstellenrennen würde ich sagen. Ich muss aber sagen, dass ich bei Mercedes die Auspuffe hinten irgendwie total hässlich finde. Das ist so gar nicht meins. Ich finde, wenn man schon so eine eckige Optik macht, dann sollte man die wenigstens nicht so klobig machen, sondern... Ach komm.
Komm, das hatte ich, glaube ich, schon mal vergessen in diesem Let's Play, dass da die Dings anfängt. Oh. Ganz schnell Gas geben. Das wird jetzt eng. 3 Minuten 40, ja, genau. 3 Minuten 40 Sekunden, das war eng. Puh, knapp. Nee, 3 Sekunden, 4 Zehntel Sekunden hatten wir noch Zeit. Und die nächste Mautstelle ist auch nicht so weit entfernt. Jetzt setzen sie uns schon so ein bisschen unter Druck. Aber das kriegen wir hin. Sekunden, also das ist ja immer noch nicht viel. Ich hätte da eher mit so 7, 8, 9 Sekunden gerechnet. Manchmal die Mauer als Bremspedal nutzen. Oh, das wird jetzt lustig. Komm, 7 bei 6 noch was. Jawohl, 6,11. Nächste Mautstelle in nicht mal 40 Sekunden. Alter Schwede. Das ist doch gar nicht mal so deutlich, wie ich das im Vorhinein gedacht hätte. Ja, schön, hier habe ich die richtige Abzweigung genommen. Sind bei 315 km/h. Sauber. Ja, aber trotz 315, wir kriegen hier kaum Zeit dazu. Aber ihr seht es, immer so minimal ein bisschen mehr haben wir. Ja, da schön die nette Burger King-Werbung. Ist aber einfach super, dass in einigen Spielen solche Werbung ist. Ich finde es eigentlich aber komisch. Also, ich finde es lustig, aber auch andererseits ein bisschen seltsam. Ist ja auch bei dem neuen Need for Speed so, wo die in jeder Szene Monster Energy Drink trinken. Wo ich mir auch denke so, ey Leute, jetzt lasst mal gut sein. So einmal kein Monster trinken. So gut schmeckt das Zeug auch nicht. So. Auch wenn das etwas enger war, wir haben es geschafft und das bringt mich dazu, gerade einen weiteren Dings auszuprobieren. Weitere Mautstellen rennen. Wow. Schöner Sprung. Jawohl. Es geht ohne Pause weiter. Boah, das war gut. Ich glaube, hier wird es doch nicht so knapp wie beim gerade eben, oder? Bei dem Event. Wesentlich. Es ist schon nicht so knapp, aber auch nicht unbedingt easy. Ich sag mal so ein, zwei krasse Verkehrsunfälle und man verliert diese Events. Zum Glück sind die Straßen gerade ziemlich leer. Hier ein bisschen Zeit dazu gewonnen. Oh ja. Ja, das sah gut aus. Perfekt aus der Kurve rausgekommen. Ja, hier konnte ich gar nicht die rechte Abzweigung nehmen. Ärgerlich. So, jetzt vorsichtig bei den Säulen. Oh, die sind so gemein, die Säulen. Wenn man da Vollgas durchbrettert, dann kann es auch gut und gerne passieren, dass man gegen die fährt.
Aber wir haben die Passage prima gemeistert. Und das sieht man auch. 7 Sekunden haben wir zusätzlich dazu gewonnen. Von 12 auf 19 Sekunden. Okay, okay, vorsichtig. Huh. Geschafft. Und in einer halben Minute müssten wir jetzt den letzten Checkpoint haben. Boah. Wie assi, ey. Wie assi die Stelle einfach ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal durch diesen Tunnel gefahren bin. Das ist ja der Hammer. Okay. Krass. Dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. So, und tatsächlich verlieren wir am Ende noch einen Ticken Zeit, aber passt. Easy. Achtung, Stadtbezirk. Haben einen Notruf bezüglich eines Rasers. In Richtung Osten, am Sozialdorfviertel vorbei. Einheiten bitte melden. Ich möchte einen Höchstgeschwindigkeitslauf machen hier. So, bloß kein Crash. Nein! Oh, ach Mist. Egal. Wenigstens nehmen wir den Blitzer mit. 278. Ja, okay, gut. Dann gehen wir direkt zum nächsten Rennen. Nee, Mautstellenrennen. Nicht mehr. Achso, 323 km/h. Ich dachte, das ist 323 Kilometer lang wäre das Event. Komm, wir spielen das Drag-Rennen. Eine Viper, ein SL und eine Corvette. Was? Ah, Mann. Ich habe rechtzeitig gedrückt. Dann knallt er mit der Tür dagegen. Total schade, genau. Oh, oh. Okay, gut, wir kommen durch. Ja, ja, sieht gut aus. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Yes, gewonnen. Und ich habe aus Versehen die Kameraperspektive umgeschaltet. Puh. Da haben wir das Ding geschafft. Nice. Das war knapp. Okay. Ich würde sagen, wir fahren noch ein Rennen. Vielleicht noch ein zweites. Ja, komm, wir gehen wieder in diesen Teil. Vielleicht dann noch eins. Beim nächsten Mal machen wir die Verfolgungsjagd und dann den nächsten Blacklist-Fahrer, Ming. Ein Corvette, ein Lambo und ein Porsche. Coole Konkurrenz. Im Regen sah der gerade ein bisschen aus wie ein Gallardo. Also von, als ich nach hinten geschaut hatte und ihn identifiziert hatte. Als er vorbeifuhr, habe ich gesehen, okay, es ist ein Murcielago. Ein weißer Lamborghini Murcielago, wie er in Hot Pursuit 2 genannt wurde. Oh, oh. So, wir kommen näher. Sehr schön, das ist unser Kreisel. Wir regieren hier. Oh nein. Ja, das ist unser Kreisel. Wir regieren hier. Oh nein.
Oh, ganz easy vorbei. Was macht der denn? Der schiebt mich an. Was ein Arsch. Ach so, stimmt. Das ist ein Knockout-Rennen. Das ist nicht nur ein Rundkursrennen. Oh, okay, 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 okay. Tue ich jetzt alles dafür, dass ich hier bloß nicht Dritter werde im Moment. In der nächsten Runde müssen wir alles dafür tun, dass wir nicht Zweiter werden. Wenn wir da noch dabei sind. Oh ja, sieht so aus. Da ist einer ganz, ganz böse irgendwo eingeschlagen. Hat wahrscheinlich die Abkürzung nutzen wollen oder so. Und die war nicht freigeschaltet. Oder er ist irgendwo ganz böse gegen die Wand geknallt. Auf jeden Fall hat es verkackt. Wir holen hier ganz easy im Kreisel wieder ein bisschen Zeit raus. Auf die Verfolger. Sauber. Bis jetzt halten wir die Führung und in unserem Kreisel werden wir die Führung auch weiterhin halten. Dann kommt der Sieg. Haben wir ihn. Schönes Ding. An alle Einheiten auf Streife. Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen gefährlichen Fahrer, der ihn fast von der Straße gedrängt hat. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden auf dem Campus Way. Einheiten bitte melden und anrücken. Oh nein. Ach komm, zu langsam. Ja klar. Okay, dann würde ich sagen, hier fahren wir noch ein paar Rennen. Big Lou, da haben wir alles abgeschlossen. Baron. Ja, komm. Das können wir fahren. Noch ein Knockout-Rennen. Und da haben wir einen Ford GT. Das Ding hat komplett seltsame Tuning-Kits. Ihr seht, das sieht total strange aus. Ich kann es euch ja mal von vorne zeigen. Ich weiß nicht, eigentlich mag ich so etwas längere Autos. Also ich hätte durchaus... Ach komm ey, was macht der Typ? Wollten wir perfekt um die Kurve fahren und da fährt mir so ein Typ in seinem hässlichen Ford GT hinten rein. Und der fährt da außen rum. Das zeigt schon mal, der Typ hat 0 IQ-Punkte minus 8. Nee, aber eigentlich finde ich das saugeil, wenn Sportwagen und Supersportwagen etwas länger sind. Klar, so ein 3 Meter Auto mag keiner und oh, stimmt, da muss ich jetzt aber überlegen. Es gibt aber auch ein sehr kurzes, supergeiles Supercar, nämlich den Königsegg. Aber trotzdem, beim Rest, die sehen halt zumindest super lang aus, sowas wie Lamborghini oder so. Und beim Ford GT, da wird es mit diesen... Also da ist das Auto länger durch die Tuning Body Kits. Das steht dem Auto einfach gar nicht. Das ist richtig hässlich. Komm. Doofes Taxi. Wir sind, glaube ich, auch reingefahren ins Taxi. Sehr schön. Oh nein. Oh, komm. Ich nehme gerade alles mit.
komm. Der Typ, ey, schon wieder der Kerl. Sag mal, du bist echt. Hat dir niemand im Leben Benehmen beigebracht? Der Typ ist rotzfrech. Ja, schön, fahr alle Schilder um. Trottel. Macht sich nur selber langsamer damit. Alan ist rausgeflogen. Sicher, der Alan ist 2½ Man. So wie der fährt. Ja, und den Typen machen wir fertig. Unfassbar, dass der Typ trotzdem auf Platz 2 ist, der Ford GT-Fahrer. Nix drauf, aber trotzdem ganz weit vorne. Ich glaube, auf der PS2 hat es echt was gebracht, wenn man in den Speedbreaker gegangen ist und dann gesprungen ist. Aber irgendwie bringt es hier nichts. Es kann sein, dass ich mir das damals eingebildet hatte, dass es vielleicht nur auf der PS2-Version klappt. Und vielleicht auch der Xbox 360-Version, weil da habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Oder was auch immer. Also ganz, ganz komisch. Boah, die sind sauperfekt da durchgefahren. Habt ihr das gesehen? Falls nicht, 5 Sekunden zurück in den Replay und dann gucken, wie die durch die Hanalkurven klettern. Das sind so die Momente, wo ich wirklich sage, okay, na, ich rede nicht davon. Ganz außen vorbei an der Mautstelle. Prima. So, jetzt ist uns aber kein doofer Ford GT auf den Fersen, der mich die ganze Zeit in den Kurven rausschießt. Moment, hieß der Typ Benny oder hieß der Typ Chopper mit dem Ford? Kann ich das irgendwie on the fly mal sehen, was für ein Auto die gerade fahren? So, was fährt... Ah, falsche Taste gedrückt. Benny ist rausgeflogen. Was für ein Chopper. Möchte das wissen? Nichts. Golf. Wenn man sich an der Nase kratzen muss und nicht pausieren will wieder. Jetzt sehen wir, was für ein Auto hinter uns ist. Es ist der Ford. Der Typ, ey. Oh Gott, das passt so perfekt zu ihm. Sag nicht, dass wir das Rennen verlieren. Sehen, wie du jetzt durch die Hanale kommst. Ob du wieder so perfekt durchkommst wie gerade eben. Nö, tut er nicht. Knallt perfekt gegen den Pfosten. Kluge KI. Sehr, sehr kluge KI. Gut gemacht. So, und das könnte unser nächster Sieg werden. Das war ein ganz, ganz, ganz guter. Aber der Typ kommt extrem schnell näher wieder. Aber er hat keine Chance. Das ist die Übermacht. Wir haben es geschafft. Der nächste Rennsieg und
auch wenn wir den nicht auf dem Weg zu Ming gebraucht haben, so sind wir der 100% hier einen Schritt näher. Ich habe es mir mal überlegt, ich werde Need for Speed Most Wanted versuchen, irgendwann im März fertig zu bringen. Also wir werden wahrscheinlich dann die Blacklist schaffen und ich werde dann schauen, dass ich irgendwie alle Rennen hinbekomme, vielleicht alle Meilensteine und dass wir noch so ein paar Tuning-Folgen haben. Denn im März kommt ein anderes Arcade-Rennspiel raus und nachdem wir jetzt zwei Need for Speed Spiele, ach, ich habe keinen Bock auf die Polizei, bleiben wir einfach mal stehen, da können die uns nichts anhaben. Ach, die biegen sogar ab, gut. Nach zwei Need for Speeds habe ich Lust auf ein anderes Arcade-Rennspiel mal wieder und da habe ich mir überlegt, das neue Trackmania kommt und dann würde ich das wahrscheinlich dann zocken eher und mal schauen, wie das dann ist. Und ja, irgendwann würde ich mich dann vielleicht nochmal Need for Speed Most Wanted widmen oder Underground 2, müsste ich dann schauen. Aber ja, fürs Erste wäre das schon sehr, sehr viel Need for Speed und dann auch wieder mal genug Need for Speed. Ich finde, das ist nichts, was sich über, ja, über 100 Parts oder so trägt und deswegen, also wenn man jetzt beide Spiele zusammennimmt und deswegen braucht man auch mal hin und wieder ein Päuschen davon. Ja, und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und ja, die Polizei, ach, der fährt weg oder wie? Ja, und bis zum nächsten Mal dann bei Need for Speed Most Wanted.